Hallo. Hallo? 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 Hi. Wie geht's? Was? Ja, du kommst doch nicht mal mit deiner eigenen Hand klar. Wie willst du denn dann. Verstehst du, was ich meine? Du kannst doch bestimmt mal. Digga, du kannst doch bestimmt nicht mal geradeaus laufen, Mann. Alter, du würdigst dich. Alter, ich sag dir, du wirst doch bestimmt sogar rot, wenn du Alexa ansprichst, du Vollidiot, Alter. Leute, heute läuft nichts. Bis auf den einen, das war ja wirklich ein Highlight, der Wenne, der Hans Wenne. Muss man ganz klar sagen, das war ein Highlight gewesen. Habe ich überhaupt nicht mitgerechnet, aber ich habe den doch irgendwo habe ich den ja gefeiert. Aber im Moment war mir da so ein bisschen unsympathisch gewesen. Schade, ich hätte noch ein bisschen mehr telefoniert, aber es ist nichts Gescheites drin. Aber naja, war eine runde Chatroulette. Ein bisschen haben wir ja gelacht, oder ich zumindest, und hier, wer hat noch gelacht? Jetzt sitzen wieder alle im Karussell. Ich muss leise lachen. Ja, also Michael, sei gegrüßt. Wer ist noch dazu gekommen? Ja, noch keiner mehr, ne? Ja, Dojo, um wieder zocken. Ich glaube, mein PlayStation-Pass ist abgelaufen. Ich bin mir gar nicht mal so sicher. Ich bin schon 2 Wochen nicht mehr online gewesen oder so. Ja, da muss ich mal schauen, dass ich den mal, ob ich ihn verlängern muss. Und dann werde ich mir natürlich wieder die PlayStation Plus Karte holen und dann natürlich wieder reinkommen und alles metzeln, was kaputt zum Metzeln geht. Ja, ist ja ganz klar. Was geht bei euch so alle ab? Erzählt mal. Schreibt es mir mal hier in den Chat. Ich brauche jetzt ein Thema, sonst finde ich hier gerade hier fu keinen Fuß mehr. Ja, ich bin jetzt noch mit Gedanken noch im Chatroulette, weil mein Thema war heute eigentlich direkt Chatroulette und einfach da mal ein bisschen frei Schnauze, aber das wurde ja jetzt nicht wirklich was. Wie geht's eigentlich? Ja, mir geht's super, Digga. Mir geht's richtig gut, ja. Also ich kann mich nicht beklagen. Ich hoffe, dir auch, ja. Läuft. Freue ich mich. Ja, schön. Ja, du musst mir auf jeden Fall mal, also jetzt nicht hier schreiben, ja, aber schreib mir mal ein WhatsApp, du weißt, was ich meine. Und ja, oder ich schreibe dir nachher mal oder so. Hast du schon deine Gewinne, die wir gewonnen haben, weggeschickt? Ja, gestern habe ich sie ja in die Runde, habe ich ja in die Runde gefragt. Da war ja der Lars da und habe ja Lars gefragt, ob die Servus Mario, die sind rausgeguckt. Da ist der Eixam, der hat sie gestern gepackt gehabt, also fertig gemacht und eben gerade schreibt er, dass die heute alle raus sind. Ja. Mario, ich habe von dir, du hast dich noch nicht gemeldet. Was ist denn los? Per E-Mail. Oder halt per WhatsApp, Mario. Ja. Hier, Leute, mir ist aufgefallen, also wenn ich mich jetzt hier im Stream anschaue, ja, dann finde ich das eigentlich, wenn das Licht aus ist und so die Atmosphäre, auch von dem Lichtverhältnis her, eigentlich viel besser, oder? Als wenn das Licht an ist. Spende ich für die nächste Runde, Digga. Okay. Dann vielen lieben Dank. Was kostet dieses Chatroulette? Was für kaputte Leute da anrufen? Zu geil. Kostet gar nichts, das ist einfach nur eine Festnetznummer. Ja, kostet gar nichts. Einfach, das ist einfach hier, wenn du eine Flatrate hast, kostet dich das nicht. Wenn du eine aufladbare Karte hast, dann schluckt der ganz normal wie wenn du auf dem Festnetz anrufst vom Handy aus. Da habe ich früher boah, wie lange ist denn das her? Nee, das ist bestimmt schon so 15 Jahre her oder so. Ja. Ja, so 15, 16 Jahren, ja, habe ich das letzte Mal da angerufen. Ich wusste gar nicht, dass es die Nummer noch gibt. Da habe ich mir gedacht, ich probiere es mal, habe vorhin mal angerufen. Ich so, boah, die ist ja noch aktiv, die Nummer, das funktioniert ja noch. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was,
gehst du mal live und rufst mal im Chat-Roulette an. Hans Wenne wäre gern dein neuer Big Daddy geworden. Der Hans Wenne, ja, der wäre echt gern mein neuer Big Daddy geworden. Na, irgendwo war er ja schon cool, ja, aber... Also was heißt cool? Der hat halt seine Nummer abgezogen, ja. Aber wie gesagt, was sagt ihr zu den Lichtverhältnissen so? So wie es jetzt ist. Ist besser als es, wenn das Licht an ist? Ja, ne? Also ich finde es so ganz okay, ne? Aber ich musste jetzt mein OBS-Studio, was ich immer vor mir auf dem Monitor hatte, musste ich jetzt hier rüber auf den Monitor, weil es sonst zu dunkel war. Weil der große Monitor, da habe ich jetzt die Google-Seite auf und die gibt mir natürlich ein bisschen helles Licht, ja? Und ich denke mal, dass es so ganz okay ist. Muss mal gucken, wie das ist, wenn ich jetzt hier eine andere Farbe mache. Na, aber so ist auch nicht schlecht, ne? Ja, doch lieber so. Ja. Leute, ich habe von gestern, zu dem Stream gestern, noch keine wirklichen Kommentare auf meinem Stream. Würde mich freuen, wenn ich unter meinem Stream noch ein paar Kommentare von euch kriegen würde. Was? Ich habe 12 Likes. Ist ja fett. Ist ja richtig gut. Ja, Jürgen. Ich habe gestern mit Mediamarkt nochmal telefoniert. Und, gestern mit Mediamarkt und vorgestern, ja, also am Montag habe ich mit Solectric telefoniert, wegen meiner Drohne. Ich habe am Montag mit der Firma Solectric telefoniert wegen der Drohne und die haben gesagt, oh ja, die haben noch keine Rückmeldung bekommen von DJI und die würden sich dann bei mir melden, aber das sagen die ja schon die ganze Zeit. Und dann habe ich gestern mal beim Mediamarkt angerufen, zwecks der Drohne, um dich mal auf dem Laufenden zu halten, und habe denen jetzt gesagt, Leute, ist mir scheißegal, wie ihr das macht, ich möchte meine Drohne wieder haben. Und da hat er gesagt, er würde es natürlich jetzt einleiten, dass meine Drohne kommt. Und da habe ich gesagt, ja, Moment mal, aber nicht meine, sondern das Austauschgerät, ne, möchte ich haben. Ja, also die sollen da mal Gas geben. Und jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt warte ich mal bis Montag, was da passiert. Und ja, und wenn die Drohne da ist, dann können wir auf jeden Fall dann mal da hinfahren, wo wir hinfahren wollten, um dann diesen Lost Place Video zu machen. Also da habe ich echt richtig Lust drauf. Also sobald die da ist, sage ich dir Bescheid und dann fahren wir mal direkt dahin, würde ich mal sagen, wenn du dann gerade mal Zeit hast. Ja, die Nummer mit dem Goldfisch, die ist mir gerade spontan eingefallen. Ich wusste nicht, was ich sagen soll. Na gut, dann ziehe ich jetzt mal eine Nummer mit dem... Willst du mit? Ja, klar. Na klar, kannst du dann mit. Müssen wir dann mit dem Jürgen, halten wir uns mal kurz. Und wie gesagt, sobald meine Drohne da ist, gebe ich Bescheid und dann treffen wir uns und dann fahren wir mal darüber. Wird bestimmt auf jeden Fall eine coole Nummer. Wo ich auch gerne hin wollen würde, aber jetzt glaube ich ein bisschen, ich weiß nicht, wie weit das jetzt ist, das ist halt Rottenburg. Und zwar ins Haus von diesem Kannibalen da, wo da wäre ich gerne mal hin, ja, weil das Ding steht ja immer noch. Also da habe ich mir schon ein paar Lost Place Videos angesehen von ein paar YouTuber, die da in dem Haus drin waren. Da ist ja wirklich noch die Gefriertruhe, wo er das Gehackte da reingemacht hat und so. Und es steht ja auch alles offen, ne? Da. Und sobald das ja offen steht, ist es ja meines Erachtens nach, ja, ich hoffe, ich liege da nicht falsch, wenn es öffentlich zugänglich ist, dann spricht man da nicht mehr wirklich von Hausfriedensbruch, ne? Oder? Wobei doch, wenn man eigentlich auf ein Gelände tritt, nee, wenn das Gelände offen ist, nein, dann ist es... Jürgen, was sagst du dazu? Ist es dann trotzdem Hausfriedensbruch? Wenn ein Tor offen ist und du gehst da aufs Gelände drauf? Ach komm, wir rufen dann nochmal an, ey.
Wir rufen da noch mal an jetzt. Einen Anruf starten wir noch. Gucken, was passiert. Chathaus 24. Willkommen im Chathaus 24. Mit der Nutzung erkennst du die AGB an. Du befindest dich im Hauptmenü von Chathaus 24. Für den Partyraum drücke die 1. Für das Karussell drücke die 2. Für das... Okay, jetzt bist du im Karussell. Möchtest du die nachfolgende Erklärung nicht hören, dann drücke bitte die 1. Und du bist direkt im Karussell. Im Karussell kannst du... Die Stadt fragen, ja? Das kann sein, ja? Was? Du hast gehört, ich habe eine Ansage gegen einen Kumpel von mir. Was? Hallo, habe gehört, du hast gegen einen Kumpel von mir Ansage gemacht. Welcher Kumpel denn? Du hast gehört. Oder hast du es gesehen? Lukas. Okay, also hast du es nicht gehört, sondern gesehen. Okay, und nun? Klär mich auf. Und was ist mit dem? Muss ein bisschen schneller schreiben, Digga. Gute Ben, alles klar, sei gegrüßt. Schön, dass du dabei bist. Das Beste hast du verpasst. Jetzt wird auseinandergenommen. Auseinandergenommen, okay? Ja gut, was willst du denn auseinandernehmen? Mal gucken, wen du jetzt erwischst. Das mit dem Video war unnötig. Finde ich nicht. Unnötig war das, was gemacht worden ist, Digga. Mich? Okay. Was hier los? Wer macht Theater? Das Game ist eröffnet. Schau mal dein letztes Video. Alphatier hat sich zu Wort gemeldet, da du ihn anscheinend zu Unrecht beschuldigt hast. Mein letztes Video. Da habe ich gar keine Kommentare. Muss ich mir später mal anschauen. Doch, die Beerdigung, Digga. Wenn da einer mit zwei Accounts reingeht, um den Gewinn abzuräumen, ja. Beziehungsweise der Fanboy. Was natürlich auch sein kann, die ganze Sache war unnötig, dass du alles veröffentlicht hast, konnte man auch alles bei E-Mails belassen, aber du musst es ja auf Klick geiern. Ja, dass die Leute sehen, wer sich hier in der Runde aufhält, ne? Ist ja mein gutes Recht, ich habe ja seine E-Mail geschwärzt. Ja, also auf Datenschutz habe ich ja geachtet, Digga, aber ich habe damit auch kein Problem, alles zu veröffentlichen. Ja, habe ich ja auch erwähnt. Aber trotzdem halte ich mich ja irgendwo an Regeln, ja?
Ja, keine Ahnung, der Lukas, der also irgendwie will er irgendjemand auseinandernehmen und weil ich da irgendwie seinen Kumpel da, keine Ahnung, weil ich gestern den Stream gemacht habe, aber pff, ich back mir ein Eis drauf. Ich back mir da sowas von Eis drauf. Ben, guck dir das Video von gestern an, die Beerdigung. Und da fühlt sich einer angegriffen. Und jetzt kommen die Freunde. Ja, natürlich scheiße ich drauf. Alpha-Tier vor 2 Stunden bearbeitet. Ich kenne nicht mal einen Fanboy. Richtig asozial, was hier abgeht. Habe ehrlich mitgemacht. Nur weil ich... Ist halt alles nur unnötig, was du mit... Warte, hey, Leute. Unnötig, was du mit 200 gekauften Abos... Ich? Mit 200 gekauften Abos? Ich brauche mir keine Abos kaufen, Digga. Ah, in den... mich am selben Tag, wie dieser Typ gemeldet habe... rechtfertigt, dass das mir so etwas... Was steht da? Und der schiebst traurig Fanboy wollte mir meinen Gewinn klauen, aber Kopf hoch, die Gerechtigkeit wird siegen. Ah, Internethelden, wir holen die Mutter, Vater, Bruder und so. Ja, Ben, muss nicht sein, um Gottes Willen. Ich bin ja nicht so... Aber gut, wenn es hart auf hart kommt, dann ist das so, ja, dann läuft es. Aber man kann ja, muss ja nicht so weit kommen. Ich habe meines Erachtens nach nichts Falsches gemacht, ja. Ich habe nichts veröffentlicht, was eine Person selbst anbetrifft, sondern ich habe die Mails gezeigt, ja. So, Punkt, ja. Ich habe keine E-Mail veröffentlicht, was ich vielleicht hätte tun können. Was dann vermutlich auch in Zukunft vielleicht machbar wäre. Wer böse ist, muss mit sowas rechnen. Leute, bleibt entspannt. Holt euch eine Cola, holt euch eine Tüte Chips. Lukas, auch du. Entspann dich. Und alles bleibt cool, Digga. Kommt jetzt die ganze Familie? Keine Ahnung. Ach Ingo, du meinst, der hat den Dings, seinen Kommentar bearbeitet oder was? Das muss ich mir jetzt mal anschauen. Das muss ich mir anschauen. Nee, bei mir wird es aber immer noch so angezeigt wie gestern. Immer noch das Gleiche. Hallo Big Daddy, ich bin der Gewinner aus deinem letzten Gewinnspiel. Ich habe sie versucht zu kontaktieren, aber es kommt keine Antwort. Steht immer noch so wie gestern. Also bei mir zeigt er nicht an, dass es bearbeitet worden ist. Da ja, haben wir noch gleich. Sieht man's? Und da hat sich nichts geändert. Wie kannst denn du sehen, dass da ein Kommentar bearbeitet worden ist? Ja, ich gehe mal schauen. Da muss das ja hier sein. Kommentare. Zack. Na? Nee, zeigt er mir auch gleich an. Der zeigt mir nicht an, dass da was bearbeitet worden ist. Ach so, doch, jetzt hier in dem anderen Video.
In dem anderen Video hat er 9 Kommentare reingemacht. Sehe ich jetzt auch, tatsächlich. Ich kenne nicht mal einen Fanboy. Richtig asozial, was hier abgeht. Habe ehrlich mitgemacht. Nur weil ich mich am selben Tag wie dieser Typ gemeldet habe, rechtfertigst du, dass du mir so etwas unterschreibst. Traurig. Fanboy wollte mir meinen Gewinn klauen, aber Kopf hoch. Die Gerechtigkeit wird siegen. Also er hat dir... Also der Fanboy wollte dir deinen Gewinn klauen. Also was halt merkwürdig ist, ja? Also wenn ich das alles vergleiche, ja? Dann ist das für, wenn ich die Nachrichten vergleiche, ja? Gut, du hast jetzt hier in dieser Nachricht hast du ein paar Punkte, du hast Fragezeichen, wieder ein paar Punkte, ja? Wenn ich die alten Nachrichten vergleiche, dann hat Alpha Tier und Fanboy die gleiche Schreibweise, ja? Ich habe mich auch mit jemandem drüber unterhalten und, also mit dem Lars habe ich mich unterhalten und habe zum Lars auch gesagt, was natürlich auch möglich sein kann, ist, dass der eine den Gewinn vom anderen klauen wollte. Aber wenn ich mir die Schreibweise angucke, dann passt das überein. Und davon gehe ich aus, dass Alpha Tier und Fanboy, dass es ein und dieselbe Person ist. Ja? Also, was Fanboy gemacht hat, ist definitiv für den Arsch. Ja, das absolut. Und wenn du tatsächlich sagst, dass er dir deinen Gewinn klauen wollte, ja, also ich habe mich ja mehr auf ihn bezogen als auf Alpha Tier. Aber egal, Fakt ist, Leute, nicht beleidigen im Chat. Ja, also beleidigt euch nicht und so, bleibt alle im grünen Bereich und so. Fakt ist, es geht ja darum, Fanboy hat mir ja eine E-Mail geschrieben, ja, also falls Alpha Tier jetzt auch noch hier zuguckt oder was auch immer, Fanboy hat mir ja eine Nachricht geschrieben, es ging ja um ihn, ja, doch, es kapiert jeder, weil wir sind alles gebildete Leute, ja, und wir können uns auch normal unterhalten, Digga, ja, also man muss hier nicht irgendwelche Leute irgendwie, keine Ahnung, dumm anmachen oder so, wir können uns hier ganz normal verständigen, flockig und zocken eine Runde Fortnite oder so. Auf jeden Fall, wenn Alpha Tier jetzt zuguckt und das wirklich so ist, ja, ich meine, ich habe mich ja mehr auf Fanboy bezogen und davon ausgegangen, dass Fanboy auch den Account Alpha Tier hat, ja. Also ich habe ja letztendlich nicht Alpha Tier in den Vordergrund gezogen, sondern Fanboy. Aber wenn das hier stimmt, ja, Alpha Tier, was du hier schreibst, dass er dir, dass du mit ihm tatsächlich nichts zu tun hast, ja, und er dir deinen Gewinn klauen wollte, ja, dann entschuldige ich mich natürlich, ganz offensichtlich, ja, und also öffentlich, ja, dann entschuldige ich mich bei dir, dass ich deinen Namen mit rein erwähnt habe, aber letztendlich ist er im Mittelpunkt, ja, Fanboy ist im Mittelpunkt, ja, und um diese Sache geht's, ja, das ist halt ein bisschen, ich habe mich auch irgendwo gedacht, wie dumm kann ein Mensch nur sein, dass er mich mit einem Namen anschreibt, aber dann mit Fanboy, ja? Also beziehungsweise im Chat mit einem Namen und dann hintenrum über E-Mail mit dem Namen Fanboy. So dumm kann ja eigentlich ein Mensch nicht sein, ja? Also ein bisschen skeptisch war ich ja schon gewesen, aber wenn ich mir die Schreibweise halt angucke, dann sieht man halt, ja, dass da, das hat halt zusammengepasst und vermutlich... Also ich kann es halt nicht sehen, ja, ich kann halt jetzt sehen, dass du da einen neuen Kommentar abgegeben hast, das ist ja schön und gut, ja, aber, also wenn es wirklich so ist, dass du sagst, du hast mit ihm nichts zu tun, ja, und dass, ach, du kennst beide, Lukas, du kennst Fanboy und du kennst Alpha Tier, oder was? Ja, und wie gesagt, Alpha Tier, wenn das so ist, dann entschuldige ich mich bei dir, gar kein Problem, ja, alleine aus Respekt, ja, aber für mich ist dem Einschein anscheinend nach, dass beide Namen eine Person ist, ja, und wenn das nicht ist, wie gesagt, entschuldige ich mich bei dir, aber wenn das nicht der Fall ist, dass beide eine, also beide Accounts, wenn das nicht der Fall ist, dass beide Accounts eine Person ist, dann finde ich das noch umso schlimmer, was Fanboy gemacht hat.
dann ist das eine richtige, dann ist das eine Ratte, dann ist das eine richtige linke Ratte, dass er einem anderen versucht, den Gewinn zu klauen. Das ist absolut ehrenlos. Ingo Kramer, beide Namen eine Adresse. Wieso beide Namen eine Adresse? Lukas, ja, auf was bezogen? Du kennst beide. Du kennst Fanboy und du kennst Alpha-Tier. Und du kannst... Muss aber keiner wissen. Okay. Muss aber keiner wissen, dass du beide kennst. Ja, aber... Hä? Super, wenn die es nicht wissen müssen und du schreibst es gerade hier, die sehen das doch, Digga. Die würden das doch jetzt sehen. Ist Lukas kacke oder habe ich was falsch verstanden? Nee, ich glaube, der fängt sich gerade wieder ein. Ja, also vorhin war er da so ein bisschen mit, ja, hier Probleme machen und bla 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 und auseinandernehmen, aber ich glaube, der fängt sich. Ich glaube, der fängt sich wieder. Also Lukas, du kennst definitiv beide Personen. Antworte mir mal auf meine Frage. Du kennst Alpha-Tier und du kennst die Sache... Ich will klarstellen, dass alles unnötig. Also ich finde es nicht unnötig, wenn einer sowas abzieht und derjenige dann, dass die Sache gezeigt wird, finde ich nicht unnötig. Warum unnötig? Ich habe seine E-Mail, ich versuche sie gerade nochmal zu erklären, Digga. Ja? Ich habe keine E-Mail von ihm veröffentlicht. Ja? Ich habe... Also nichts gemacht, was. Es kann ja jeder Dominik heißen. Verstehst du, was ich meine? Es kann auch jeder Fanboy heißen, Digga. Verstehst du, was ich meine? Also unnötig ist das, was du gerade machst. Ja, das ist unnötig. Das ist, du suchst jetzt in der untersten Schublade, du machst die unterste Schublade auf, ja, und guckst ganz hinten in der Ecke, ja, und noch weiter hinten, ob du da einen Krümel von einem Brötchen findest, ja. Und das ist meines Erachtens nach unnötig, ja. Unnötig, also ich finde es nicht fair, ja, was dein Kollege da gemacht hat, ja. Wenn du es fair findest, dann ist das so, ja. Aber ich finde es nicht fair, ja. Wenn ich jetzt gerade mitkriege, dass er versucht hat, jemanden den Gewinn zu klauen, findest du das ehrenhaft? Also ich nicht. Ich finde es ehrenlos, ja. Ich finde es ehrenlos. Und im Prinzip kannst du ja sehen, was er geschrieben hat. Ja, also das ist, was soll ich sagen? Lukas, musst dir das klarstellen und nicht diejenigen, die das angeht, haben keine eigene Meinung. Meinungsfreiheit, das ist unnötig. Das ist Deutschland, meine Freunde. Ja, wie gesagt, ich habe nichts verkehrt gemacht. Ja, ich würde es immer wieder machen. Ja, und ich habe es auch noch in meinem Stream gestern erwähnt, egal wer mir versuchen wird, ans Bein zu pissen, ich werde alles von demjenigen veröffentlichen, was ich nur kann. Ja, also einfach mal den Ball flach halten, ja, einfach nur entspannen, ja, so wie es die ganze Zeit war, keine Beleidigungen, einfach auf dem Teppich bleiben, ja. Ich meine, warum kommst du jetzt eigentlich, Lukas? Jetzt einfach mal, ne, warum kommst du jetzt eigentlich? Warum kommt nicht Fanboy und äußert sich da dazu? Warum kommt Fanboy nicht in meinen Chat hier, in meinen Stream und äußert sich dazu? Warum kommst du? Verstehst du? Ich meine, du bist ein Kumpel, ist es okay, ne? Aber im Prinzip, er hat die Scheiße gemacht, ja? Dann soll er doch hier Stellung nehmen. Soll doch sagen, hier, Digga, es war Scheiße, ja? Soll er sagen, es war Scheiße von ihm, ja? Entschuldigt er sich bei mir hier öffentlich, ja? Und soll mir mal erklären, warum er das gemacht hat. Dann habe ich auch kein Problem damit, sogar das Video zu löschen. Habe ich kein Problem damit. Aber solange ich keine Entschuldigung habe, nö, sehe ich nicht ein. Ja? Und diese Entschuldigung, die er mir da über die Mail geschickt hat, nö, damit bin ich nicht mehr zufrieden. Ja? Soll er hier öffentlich sagen im Chat, hier, pass auf, Digga, okay, war scheiße. Ja?
War keine coole Aktion von mir. Können wir das begraben? Kein Problem, dann begraben wir die ganze Scheiße. Und gut ist, ja. Aber das, was er gemacht hat, das geht einfach nicht, ja. Ich war der Meinung, beide Accounts, eine Person. Ja, scheinbar, ich kann es nicht nachvollziehen. Vielleicht ist es ja auch tatsächlich Fanboy, der mit dem Namen Alpha T wieder reingegangen ist, um zu sagen, hier, Digga, der hat versucht, mir meinen Gewinn zu klauen. Das bin ich nicht und so, bla bla. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ja, aber wenn es so ist, wie gesagt, entschuldige ich mich bei Alpha Tier, ja, wenn der wirklich eine andere Person ist, ja, dann entschuldige ich mich ja bei, beziehungsweise habe ich mich ja bei Alpha Tier entschuldigt, aber solange das nicht klargestellt ist, bleibt das alles oben, ja. Leg die Fliegenklatsche weg, Flotte und so. Lukas, wenn du Fanboy kennst, hol den rein, der soll in den Chat kommen. Wenn er doch den Mut hatte. Also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Er hat ja wohl den Mut gehabt, entweder mit zwei Accounts versucht abzuräumen oder den Mut gehabt, jemand anderes den Gewinn zu klauen. Ja, dann soll er aber auch den Mut zeigen, ja, und hier in den Chat reinkommen. Und sagen, hier, Digga, pass auf, war eine scheiß Aktion von mir. Dann sage ich, okay. Siehst du? Nein. Ja? Nein. Tja. Ja, was meinst du mit so ist das nicht? Du musst mal ein bisschen mehr schreiben. Also das ist, ich weiß es ja, dass Dominik damit nichts zu tun. Ich weiß es ja, dass Dominik damit nichts zu tun. Wie Dominik hat nichts damit zu tun? Du meinst, du musst mir sagen, für wen setzt du dich jetzt hier ein? Für Fanboy oder für Alpha Tier? Ich weiß es ja, dass Dominik damit nichts zu tun. Ja, ist es da. So Leute, wir warten jetzt mal und schauen mal, was Lukas schreibt. Lukas, lass dir ruhig Zeit beim Schreiben. Ne? Mach's mal so in ganzen Sätzen, in ganzen Wörtern. Mach mal so ein bisschen Komma, Punkt dazwischen und so. Weil du sagst ja. Lukas, bist du Fanboy? Das wäre jetzt zu krass, wenn's. Das weiß er selber nicht. Mit sich selber Stein geben. Also, zu geil. Ja, natürlich zu geil. Das ist. Es kann natürlich auch gut möglich sein, dass er. Dass das ein dritter Account ist. Versteht ihr, was ich meine? Wer schreibt mir hier? Also du, okay, also du setzt dich gerade für Fanboy ein. Ein cooles Kino hier. Fehlt nur noch das Popcorn. Ich habe die Popcornmaschine unten. Ich habe eine richtig große Popcornmaschine, so ein riesen Ding, macht richtig Popcorn wie im Kino. Okay, pass auf, Lukas. Du setzt dich für Fanboy ein. Und du bist der Meinung, also so verstehe ich das jetzt, weil du hast hier oben geschrieben, das wäre ja nicht so. Du schreibst oben, nein, so ist das nicht. Zu dem, was ich gesagt habe. Ja, mir fällt sie auch auf, dass der Schreibstil wirklich ähnlich ist oder ziemlich identisch, ja. Aber gut, egal. Also Lukas, du sagst, du setzt dich für Fanboy ein. Ah, jetzt weiß ich, was du meinst mit so ist es nicht. Also du findest, Servus Alpha Tier, sei gegrüßt. Warte mal 5 Minuten, dann ist der für den anderen.
Also, guck mal, Alpha Tier ist ja auch da. Mit Alpha Tier habe ich ja eigentlich ja keinen Beef, aber ich bin ja halt der Meinung, dass das Fanboy und Alpha Tier ein Account ist. Also zwei Accounts zu einer Person. So. Weil ihr seht ja im letzten Stream, was Fanboy mir geschrieben hat. So. Lukas setzt sich jetzt für Fanboy ein. So. Jetzt weiß ich, dass er schon mal für Fanboy ist, ja, und mir hier keine Ahnung mich auseinandernehmen und ja gut. Ich kenne keinen Fanboy. Okay, Alpha Tier, pass auf. Bleib du noch mal ein bisschen in der Leitung, ja, Alpha Tier, ja. Wir gucken mal jetzt, ich gerade mal mit Lukas was klären und dann, ne? Also Lukas, du bist für Fanboy. Findest du es in, wegen Fanboy bin ich jetzt der Böse? Ich sag mal so, ich kann's halt Lukas ist Sus. Was ist Sus? Also, Lukas, du bist für Fanboy. Findest du es von Fanboy okay, wenn es wirklich stimmt, wenn das wirklich stimmt, dass Alpha Tier und Fanboy nicht eine Person ist, sondern dass das zwei getrennte Personen sind? Findest du das in Ordnung, dass Fanboy versucht hat, Alpha Tier, so wie ich ja jetzt heute gelesen habe, ja, dass Fanboy versucht hat, Alpha Tier seinen Gewinn zu klauen? Findest du das in Ordnung? Findest du, das ist ehrenhaft? Das ist Stolz oder was? Das ist Ehre? Wenn nein, was kommst denn du in meinen Chat rein und machst mich an? Verstehst du? Jetzt darfst du gerne mal schreiben, Lukas. Ich meine, wir können auch hier sitzen bis morgen früh. Ich habe damit kein Problem. Gespaltene Persönlichkeit dauert, bis die anderen rauskommen. Okay? Ja, wieso Fanboy nicht reinkommt? Ja, und Alpha Tier. Ich weiß nicht, ob Fanboy Alpha Tier vorgeschoben hat und vorgeschickt hat und gesagt hat, hier, Digga, mach mal drei Namen, eine Person. Wetten? Ja, das kann auch sein. Ja, das kann natürlich kann das sein, ja. Drei Personen, ein Name. Und jetzt versuchen, weil, also für mich, im Prinzip, eigentlich, nach dieser Aktion war für mich ganz klar, Alpha Tier und Fanboy raus aus der Nummer, ja. Aber, Alpha Tier sagt, er hat mit Fanboy nichts zu tun. Er könnte sich auch versuchen, ja, wenn es möglich eine Person ist, könnte ja gerade wieder versuchen, sich reinzuschleichen, ja, dass er beim nächsten Gewinn nicht mehr halt, also Alpha Tier, Fanboy. Fanboy ist raus, Alpha Tier eigentlich auch, aber in dem Fall könnte ja Alpha Tier versuchen, Vertrauen wieder zu gewinnen und dass er wenigstens als Alpha Tier drin bleibt. Aber Fanboy draußen, somit wäre die Gewinnmöglichkeit nur noch bei Alpha Tier und nicht mehr bei zwei Personen. Das weiß man jetzt halt alles nicht, ja. Auf jeden Fall, bin noch da, rede gerade. Okay, mit wem redest du? Mit Fanboy oder was? Marius Moped Autowelt, da hast du verstanden. Und der 1000 Pro. Florian Schneider, ich hoffe, mein Bruder Lukas wird nicht beleidigt. Servus Florian Schneider. Nee, beleidigt wird niemand. Also da werde ich auf jeden Fall dafür auch sorgen. Ja, also beleidigt wird hier niemand. Ich habe vorhin auch gesagt, das soll nicht... Soll hier nicht beleidigt werden und so. Also ich mag das grundsätzlich nicht, dass beleidigt wird. Ja. Aber Lukas, du hast noch nicht meine Frage beantwortet. Findest du das okay, was Fanboy gemacht hat? Weil du setzt dich ja gerade für Fanboy ein. Und da hast du mir meine Frage noch nicht beantwortet. Ich versuche auf dich einzugehen, aber du kommst da nicht zu mir, Digga. Und ich korrigiere. Eine Person, vier Accounts. Wird dir alles besser. Nee, ich glaube, Florian Schneider, das dürfte schon... Ich glaube schon, dass er jemand ganz anderes ist. Ich bin Fanboy, habe mich umgenannt. Du hast meine Ehre genommen. Ich habe deine Ehre genommen? Ich würde mal sagen, du hast sie dir selber genommen, Digga. Das war keine coole Aktion von dir. Ja? Ich nehme an, Alpha Tier hat es jetzt zu hat Fanboy gemeint, oder?
Ja, genau, ich sehe es gerade. Ja, ich habe gewonnen, ja. Okay, jetzt mal alle vier zusammenschreiben. Ja, also jetzt mal wirklich. Alpha-Tier, und du nimmst mir alles weg. Fanboy, wenn du dich jetzt umbenannt hast, findest du das in Ordnung? Jetzt mal das, was du abgezogen hast, wenn es wirklich so ist, dass du Alpha-Tier den Gewinn wegnehmen wolltest, ja, findest du das mit welcher Dreistigkeit, Digga? Wegen 25 Euro. Wegen lächerlichen 25 Euro, Digga. Habe mich mit dem Gewinn verwechselt. Wie, aber Digga, Digga, ja, guck mal, jetzt mal, wartet mal, Leute. Alpha Tier, bleibt mal still. Human und so, Lukas und so, bleibt mal alle still. So. Ha, bleibt mal alle still. Wenn man nötig hat, um 25 Euro zu. Ja, so, also, pass auf. Fanboy, du schreibst, du hättest dich mit dem Gewinn verwechselt. So. Wie kannst du dich mit dem Gewinn verwechseln, wenn der Gewinner hat mir doch im Chat geschrieben, ja? Hier, Digga, kannst du mir anstatt die 25 per PayPal, kannst du mir stattdessen eine Paysafe-Karte besorgen? Und ich gesagt habe, ja, kann ich machen, ist für mich kein Problem. Ich schicke dir gerne eine Paysafe-Karte rüber, ist alles in grün. So, dann schreibst du mich an, hi, hier ist der Fanboy. Ja, ich bin der Gewinner von deinem vorletzten Stream mit den 25 Euro. Ich wollte, dass du mir die Paysafe-Karte gibst. So, da frage ich mich, wie kannst du dich mit dem Gewinn verwechseln? Verstehst du, was ich meine? Also ich meine, ich nehme mal an, alle anderen verstehen das auch. Ich meine, du hast mir ja in meiner Mail mit dem Namen Fanboy, hast du mir ja gesagt, dass du reingeschrieben hättest, ich bin der, der die Paysafe-Karte haben will. Ja? So, das heißt, du schreibst von dir aus, gibst mir zu verstehen, dass du ja in dem Chat reingeschrieben hast, ich bin der, der die Paysafe-Karte haben will. So, wie kannst du dich da im Gewinn verwechseln? Keine Ahnung. Ich kann dir sagen. Ich kann es dir sagen. Weil Alpha Tier und Fanboy ein Account ist. Und du aus Versehen. Also ich bin immer noch. Ja, ich bin. Nicht ein Account, sondern dass diese zwei Accounts eine Person ist. Weil ich nehme an, du warst in Gedanken, du hättest mit Fanboy gewonnen. Ja, dabei hast du mit Alpha Tier gewonnen. Also bestätigst du das gerade, dass ihr ein Account seid? Ja, also zwei Personen, also ein. Dann hat sich das ja bestätigt. Dann schreibt. Ja, Digga. So, sieht man, dass mein Namen zu ändern kein Problem ist, aber die IP-Adresse geht nicht zu wechseln, nur mit den anderen PC. Roman, magst du einen Dedos haben? Du Ingo Kramer, da bist du wohl nicht richtig informiert. Meine IP jederzeit ändern, wie auch meine Hardware, etc. Leute, ohne Scheiß. Was? Leute, hört auf, ohne Scheiß. Ich will keine Beleidigung unter den Leuten, die bei mir im Stream sind. Ja, benehmt euch. Jetzt mal ohne Flachs. Ja? Von wegen hier mit, ob der Human Dedos und du Lappen und so. Hört auf mit dem Scheiß, ja? Benehmt euch, ja? Wir sind alle erwachsen. Ich gehe da davon aus, ja? Ich meine, ich habe das extra markiert. Ist nicht speziell für Kinder oder nicht nur speziell für Erwachsene, ja? Nicht mehr auf, hier geht eine schöne Show ab. Ja, alles gut, Digga. Fanboy lügt. Ich bin nett. Ja, ist okay. Ich weiß, aber das kam ja vom Lukas, ja.
Also, Lukas, ohne Scheiß, hör auf zu beleidigen, so, das ist uncool, Digga. Er will mich mit ins Grab ziehen. Weil er weiß, dass er verkackt hat. Ja, ich habe ja gesagt, also die nächsten Verlosungen, die ich machen werde, etc., das wird dann nur noch mit dem sein, dass ich mir, dass es nur noch per, also die Anmeldung per E-Mail erfolgen muss, ja, mit einem Foto, Vorder- und Rückseite vom Ausweis. Und so sehe ich, dass keine doppelt spielen kann. Und wenn zufälligerweise zwei Personen in einem Ort wohnen, wo der Ort nur 500 Einwohner hat, dann ist das auch eindeutig, dass dann halt zwei Personen für eine spielen. Und auch das wird es nicht geben. Human, bist du irgendein eingeschränkt für ein, was für ein, vier Accounts, eine Person von meinem Account, ich besitze kein Alpha-Tier, kein Fanboy, ha. Ah ja? Fanboy. Keine Ahnung, bringt mir gar nichts. Wenn du möchtest, ja, ich bin bereit, das Video zu löschen, den Stream, ja? Dass du dann wieder deinen alten Namen nehmen kannst. Habe ich kein Problem damit, aber ich will von dir eine gescheite Erklärung haben, warum du das gemacht hast, Digga. Warum du einem anderen, also, falls du nur einer anderen Person den Gewinn klauen wolltest, dann will ich dazu eine Erklärung haben. Und solltest du aber tatsächlich die zwei Accounts haben, dann will ich da drauf eine Erklärung haben. Ja, was dir überhaupt einfällt, so eine Show abzuziehen, Digga. Ich find's nicht in Ordnung. Ich find's absolut nicht in Ordnung. So, jetzt muss man aber auch langsam mal einen Punkt machen. Ich bin nicht Human. Schreib meinen Namen aus. James Dean, Digga, das macht keiner mit. Ausweis, Identitätsklauen, so. Ja, anders kann ich es ja nicht machen, weil dann könnte sich ja jeder mit 5 Accounts dann bei mir einschleichen und er hat eine 5-fach-Chance, ja. Alpha-Tier, woher kommst denn du? Hab Punkt gemacht. Lukas, heul nicht, weil du gebastelt wurdest. München. Okay. Okay. Fanboy, wo kommst denn du her? Baby Daddy, hör auf. Nichts damit, Mimi. Hört auf, ohne Scheiß. Nicht streiten und so. Ich versuche, guck mal, ihr hört mir, ich versuche zu Dings und so, ne? Aber ich habe keinen Bock, dass ihr euch da streitet und so, ja? Es soll ja die ganze Zeit so laufen, wie es die ganze Zeit gelaufen ist. Immer cool, ne? Schön Chili Vanilli. Fanboy, wo kommst denn du her? Ich find's ganz lustig. Wir sind voll Ding. Dings. Bluna! Ihr seid alles Opfers. Ach, wir sind alles Opfer. Das sagt einer, der versucht, 25 Euro zu rippen. Okay. Also, Fanboy, wo kommst denn du her? Aus welcher Stadt? Ich habe versucht, ich rede mit dir normal, ich beleidige dich nicht. Ich habe einfach nur mit dir normal gesprochen, habe darum gebeten, dass du in meinen Chat reinkommst. Jetzt bist du reingekommen und sagst, du hast deinen Namen geändert, weil ich dir deine Ehre genommen habe. So true, Big Daddy On. Nur weil du nicht fair gewinnen kannst, musst du von anderen den Preis klauen. Er hat ja gewonnen. Fanboy hat ja gewonnen. Fanboy hat ja die Kappe gewonnen.
Und das ist das, was mich ja gewundert hat. Der gewinnt die Kappe und reagiert nicht. Aber meldet sich dann zwei Tage später mit, ey, ich habe die 25 Euro genommen, ich wollte, dass du mir die Paysafe-Karte gibst. Zu geil, der beleidigt sich selber. Krasser Typ. Fanboy, nochmal, woher kommst du? Themenwechsel, es wird langweilig. Jürgen, was ist los? Sind die Chips schon zu Ende oder was? Ja, wie gesagt, ich habe kein Problem, das zu klären, ja? Lukas schreibt nein. Lukas, wo kommt denn Fanboy denn her? So, der bekommt wunde Finger. Er wollte dich reinlegen und hat wohl gesehen, dass ich bei dir mal geschrieben habe, dass ich morgen anschreiben aus seiner Fantasy anschreiben möchte. Ich habe mal gehört, dass Charakter sich aus dem Internet gut zeigen kann. Cheater und Leute, die nicht fair gewinnen können und andere abziehen, müssen sich nicht anders. Sorry, but no sorry, Alpha, ich habe dann auf YouTube geschrieben, bis dato wusste ich nichts von der Aktion. Ich will ja nicht gierig werden, aber hast du schon mal ein paar Gewinne rausgeschickt? Ich sage nur Tasse und Karton oben rechts. Naja, Gewinne sind raus. Der Lars hat rausgeschickt. Ja. Hat er eben auch erwähnt, die sind heute raus. Die Ware, das sind ja drei Tassen da oben. Ja, die bleiben ja. Ich habe auch noch ein paar Tassen da unten. Ich habe mit dem Lars ausgemacht, weil sonst hätte die ja wieder mitnehmen müssen und ich dann wieder bei ihm bestellen. Da habe ich gerade zu ihm gesagt, weißt du was, lass die Sachen gerade hier, die habe ich ja bei dir bestellt. Und damit die nicht gleich alle wieder weg sind, produziere die Gewinne, ja, die tatsächlich rausgehen von den Leuten, die sich gemeldet haben. Produziere sie gerade neu und schreib es mir mit auf die Rechnung. Ja. Deswegen sind die Gewinne, die hier sind, ja, also was heißt Gewinne, das ist meine Deko jetzt ab sofort. Hin und wieder werde ich mal wechseln dann auch und vielleicht wieder die Kartons hinmachen, aber die bleiben da. Und auf jeden Fall, die Gewinne, die sind heute um 17 Uhr, hat der Lars schon hier geschrieben, die sind heute rausgegangen aus seinem Geschäft. Warum reden alle von Gewinnen? Ich habe doch gewonnen. Und dein Karton, Lenny, dein Karton, nein, Digga. Disliked alle. Ah, guck mal da, jetzt diese Tour. Alle disliken. Das ist Ehre. Fanboy, das ist Ehre. Bist ein cooler Typ. Was machst du eigentlich beruflich, wenn ich fragen darf? Lenny, du bekommst nicht die Drohne. Baby Daddy, meinst du mich oder was? Oder wen meinst du? Oder meinst du Fanboy oder die anderen? Ja, machen wir. Machen, wenn du das sagst. Ja, muss ich jetzt mal schauen, wie viele jetzt da dazukommen, die Dislikes. Also ich habe ihm die Chance gegeben, das hier zu klären. Bin der Einzige. Das ist echt traurig. Ja, natürlich ist das traurig. Ja, das sind, was soll ich dir sagen, das ist diese Anonymität aus dem Internet, ja, wo, ja, verstehst du, Kinderkacke, ja, natürlich Kinderkacke. Wer schon reported? Ja, definitiv, schön. Ich bin aus, mich meinst du? Ich komme aus der Sicherheitsbranche. In der Sicherheitsbranche bin ich tätig. Das
Mir schreibt gerade einer. Das bei dir, ja wie bei zwei bei Calvas früher im Fernsehen. So, ich bin der einzige und wahre Gewinner und bekomme meinen rechtmäßigen Preis nicht. Es geht mir ums Prinzip 25 Euro hin oder her. Ich lasse es nicht auf mir sitzen und dass ich als Betrüger abgestempelt werde. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob du schon drinnen gewesen bist. Ich habe dir gesagt, oder hier im Chat, wenn das wirklich so ist, dass du eine andere Person bist und er dir wirklich nur deinen Gewinn klauen wollte, dass ich mich öffentlich bei dir entschuldige, ja? Aber wenn ich mir die Schreibweise angucke, das ist auch hier, da wird es geschrieben, jeder denkt das, ja, ich bin ja nicht nur ich. Wenn es aber wirklich so ist, dann, wie gesagt, dann tut es mir leid. Also, beziehungsweise, im Vordergrund war ja Fanboy, er war ja der mich angeschrieben hat, verstehst du? Und dass ich den Gewinn nicht raushau nach so einer Aktion, ist klar, ja, dann tut es mir leider leid für dich, aber... Ich werde die 25 Euro nicht rausgeben, ja, weil die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Accounts eine Person sind, sehr, sehr wahrscheinlich ist. Sehr, sehr wahrscheinlich. Also fast 100%, ja. Und du sagst, du kommst aus München, Alpha-Tier sagt schon, Fanboy sagt gar nichts dazu. Ich habe ihn schon mehrmals gefragt, wo er herkommt. Bro, schmeiß die 3-4 raus, ohne Spaß. Die versauen dein Livestream, hast du nicht nötig. Die sind einfach. Ja, ich mach mir da null Gedanken. Die versauen mir mein Livestream nicht. Und wenn ich mehr Dislikes habe als Likes, stört mich nicht. Solange die drin sind, habe ich Watchtime, verstehst du? Die pushen ja noch in dem Moment meinen Kanal. Und wenn er mit 4 Accounts drin ist, noch besser. Ja. Wenn der mir eine Stunde zuguckt und das mit 4 Accounts, das sind 4 Stunden, Digga, die mir gut geschrieben werden. auf meinem Konto sozusagen, ne? Auf meinem Zeitkonto. Für mich ist es perfekt, ja. Natürlich kann man sich hin und wieder mal über den einen oder den anderen mal ärgern, ja. Also, aber die geben mir Watchtime. Finde ich perfekt. Was ist daran so ähnlich? Anhand der Schreibweise kann man keine Menschen unterscheiden. Jetzt mal ehrlich, was soll der Scheiß? Dann mach ich den Live kaputt, juckt mich nicht. Lukas, geh jetzt auf bitte. Dann läuft es gut. Lukas, Junge, bitte lern mal. Baby Daddy, hör auf mit sowas. Klug bist du ja. Ja, aber wie gesagt, hört auf zu beleidigen, weil guck mal, jetzt mal, gut, ich meine, ich nehme mal stark an, dass Lukas sehr, sehr jung ist und Florian der größere Bruder und guck mal, selbst der größere, wenn es der größere Bruder wirklich ist, der tut ja den Lukas ein bisschen an die Fronten weisen und bremst ihn ja, ja, da muss man nicht noch als, sage ich jetzt mal, als hier Mitschreiber auch noch drauf, ja, nicht böse gemeint, aber, ne, der Bruder kümmert sich ja drum, er hat ja gesagt, das wäre ja sein Bruder, ja, also guckt einfach drauf, dass ihr da nicht beleidigen wird, ja, wir können uns auch auf der normalen Ebene unterhalten, 18,5, ja, das ist doch okay, das ist doch okay, 5 Stück, ah ja, hier hüpfen 4 Accounts rum. Vielleicht, wer ist Internet Rambo? Von meinen Jungs keiner. Von meinen Jungs keiner. Bin raus, komm gleich wieder. Okay. Baby Daddy, du warst nicht gemeint. Wir stehen auf der gleichen Seite. Ja, ich bin mal raus. Noch allen einen schönen Restabend. Ja, auf jeden Fall. Dir auch, Patrick. Ja, leider ehrlich, der Typ nervt. Warum muss man so braindead sein und andere hier versuchen, fertig zu machen? Ja, ich weiß es auch nicht. Ich weiß es nicht, aber vielleicht ist er halt ziemlich jung und... Keine Ahnung.
Baby Daddy, jetzt mal ehrlich. Hast du Beweise, dass ich der 3-Fanboy bin? Nein. Dann zügel dich mal bitte. Ich hoffe, die Wahrheit kommt ans Licht und dann möchte ich von euch allen das Gesicht sehen. Hau rein, Paddy. Alpha-Tier, wovon redest du bitte? Also es Alpha-Tier, ich muss ganz klar sagen, es ist halt sehr verdächtig, die Mail, die du mir geschickt hast, und zwar die hier. Das müsste die hier sein. Nee, die nicht. Warte. Ich kann die ja reinballern, ja, das geht ja bei mir hier. So, Lukas, bin mal raus, komm wieder, Patrick Werber, ich bin mal raus. Euch allen einen schönen Abend, wie ein und dasselbe. So, warte mal, wir gucken mal hier, ob das die hier ist. So, schau mal her, Alpha-Tier, jetzt, weil du schreibst ja hier wieder mit Beweis. Und das ist das, was ja hier Fanboy genau dasselbe geschrieben hat. Sorry, dass ich das jetzt frage. Wie kommst du drauf, dass ich 2 YouTube-Namen bräuchte, um bei dir zu gewinnen, weil ich keine 2 YouTube-Namen benutze? Hast du irgendwelche Beweise, die belegen, dass ich 2 YouTube-Namen benutze? So. Was soll ich denn dir dazu sagen? Ja? Also ich bin trotzdem mehr der Meinung, dass beide Accounts eine Person ist. Ja? Du behauptest, die Schreibweise ist identisch. Reicht es dir zu behaupten, dass ich 2 Accounts habe? Ich fühle mich richtig verarscht. Ja, aber von wem? Nicht von uns, nicht von mir. Michelle Blüm, alles gut bei dir? Ja, bei mir schon. Meinst du mich, Michelle? Alpha-Tier, hab nur versucht zu triggern. Natürlich hast du das Recht. Natürlich hast du das Recht, nach Beweisen zu fragen. Aber versetz dich mal in beide Parteien. Also ich hab halt die E-Mails, die Art und Weise, wie geschrieben wurde, die Art und Weise, wie jetzt hier geschrieben wird, und was soll ich dir dazu sagen? Ja, es ist halt richtig scheiße gelaufen, aber definitiv nicht von meiner Seite, weil ich habe Gewinne rausgehauen und die Gewinne sind raus, ja. Ich habe Sachen und der Lars, was wir aus unserer eigenen Tasche finanziert haben, rausgehauen, ja, und dann wird so eine Masche gemacht. Ey, Digga, was soll ich hier sagen? Okay, Junge, Lukas, Alpha-Tier und der Rest deiner Fantasien. Ich gebe euch die 25 Euro, aber bitte geht schlafen, ihr seid hier falsch. Boah, das ist eine Ansage. Guck mal, der will euch 25 Euro geben und dann hofft er, dass die Sache sich erledigt hat. Das ist Ben Hammer. Guck mal, der ist bereit, euch die 25 Euro zu geben. Ich entschuldige mich für meinen Bruder. Ja, ist alles okay. Ich hab's mir schon fast gedacht, ja. Ist alles okay, Florian. Ja, ich hab's ja... hier im Verlauf gesehen, dass du dich da eingesetzt hast und ja, also wenn dann bestes Beispiel, jemand klaut was vom Kick und der andere hat nichts geklaut und war auch nicht beim Kick und beide trinken Wasser, jetzt ist der unschuldig und nur schuld, weil er auch gerne Wasser mag? Hä? Ja, Ingo Kramer, du schreibst es. Genau, perfekt. Ich muss nichts beweisen. Ich habe alles richtig gemacht. Wenn einer sagt, ich bin nicht der und der, dann muss man mir das Gegenteil beweisen von meiner Aussage, die ich hier getätigt habe. Ja? Und alle hier stehen hinter mir. Alle sagen, Fake-Accounts, ne? Mehrere Accounts, eine Person.
Alpha, mitgehangen, mitgegangen, so wie, mitgefangen. Geht gar nicht, dein Argument, Big Daddy. Wieso geht das nicht? Ich kenne kein Fanboy. Wie oft noch? Ja, das kannst du mir sagen, aber... Erzählen kann man viel. Ich habe Fakten. Ich habe... Na, was? Verstehst du? Aber, wie gesagt, es dreht sich mittlerweile alles nur noch im Kreis. Jürgen hat schon gar keinen Bock mehr bestimmt. Der hat vielleicht sogar schon ausgemacht, weil die Chipstüten leer sind. Der ist bestimmt auch auf dem Balkon eine rauchen. Ja, aber genau, wisst ihr was? Das mache ich jetzt auch. Eine smoken gehen. In der Zeit Alpha-Tier, Florian, Lukas und Fanboy. Könnt euch ja mal überlegen. Ich gehe jetzt mal eine rauchen und wie wir das Ganze hier beenden können. Ja, weil sonst drehen wir uns um 3 Uhr noch im Kreis. Ist doch sein Gewinnspiel. Wenn er will, könnte er dir doch ein Stück in den Karton legen und es wäre einfach in Ordnung, weil es sein Gewinnspiel ist. Du hast keine Fakten, solange du nicht hundertprozentig weißt, wie es wirklich ist. Alpha-Tier ist noch da. Was ist denn mit Fanboy? Fanboy noch da? Oder Fanboy auch schon weg? Ich glaube, ich habe 7 oder 8 Mal gefragt, wo er herkommt. Und er hat nicht drauf geantwortet. Big Daddy, du brauchst dich nicht rechtfertigen. Ignoranz ist die beste Medizin, habe ich mal gehört. Oder was lachen? Ja, Mann. Du bist so geil. Ich feiere dich. Ich feiere dich. Ja, aber wir... Aber Baby Daddy, du siehst, ich versuche ja deeskalierend, ne? Deeskalierend zu wirken. Ich möchte auch nicht, dass ihr euch da streitet und beleidigt und so, ja? Aber Rudi, mach's gut. Schönen Abend noch. Schlaf gut. Ich versuche natürlich immer deeskalierend zu wirken, ja? Aber ja, es ist nicht einfach. Wenn dann, sag ich mal, eine Horde ist, geht dich nichts an. Haha. Okay. Gib mich nicht an, ist okay. Alles gut. Also bist du noch nicht mal ehrenhaft genug zu sagen, wo du herkommst. Ich brauche nicht deine Straße, ich brauche nicht deine Hausnummer. Servus, Black Diamond, sei gegrüßt. Die meisten Deeskalationen eskalieren. Ja. Aber, ja, bin auch raus. War wieder geil heute. Die sollen mich anschreiben, wenn sie die 25 Euro haben wollen am Bix. Ansonsten aber kack auf die Alexander Ramp. Abend. Servus Alexander. Ja, also, wie gesagt, ich versuche korrekt mit dir, Fanboy, mit dir korrekt zu reden. Ich komme korrekt zu dir, du bist unkorrekt zu mir. Dann sage ich dir, Digga, geh dir ein Eis kaufen oder... Ja... Ja, Ingo, du sagst es. Wenn die mir das Gegenteil beweisen können, habe ich ja gesagt, entschuldige ich mich. Und ich lösche dann auch das Video. Nur solange ich und wir alle einer Meinung sind, dass diese Geschichte von mir mit den Beweisen, was ich hier auf dem Stream gezeigt habe, bleibt das Video stehen. Ja. Ich meine, zumindest hat sich ja Fanboy ja indirekt entschuldigt und hat ja auch gesagt, er weiß nicht, warum er es getan hat und hat ja schon gesagt, er hat seinen Namen geändert. Ja, aber Fanboy, ich sag dir jetzt mal eins. Ja, ich hoffe, du bist noch da. Ja, ich sage dir jetzt mal eins. Ich will dir gar nichts Böses. Ja, und ich sag dir auch mal warum. Weil wenn ich dir was Böses wollte, pass mal auf, ich fange nochmal von neu an, ja? Ich will dir eigentlich gar nichts Böses, ja? Ich möchte nur, dass du dich rechtfertigst für die Scheiße, die du gemacht hast. Und wenn ich dir wirklich was Böses wollen würde,
dann hätte ich deine E-Mail-Adresse veröffentlicht. Weil ich habe damit kein Problem, diese E-Mail-Adresse zu veröffentlichen in meinem Stream. Ich habe null Probleme, null. Ja? So, und zweitens, du hast deinen Namen geändert. Ich könnte ja einen neuen Stream machen, ja, und deinen jetzigen Namen, verstehst du? Aber mache ich nicht, weil einmal reicht mir das, verstehst du? Aber wenn ich dir wirklich böse will, ja, oder böse möchte, dann würde ich jetzt einfach deinen jetzigen YouTube-Namen nehmen und gerade einen neuen Stream machen und sagen, dass du versucht hast, 25 Euro im Gewinnspiel zu klauen. So, was habe ich da davon? Nichts. Aber das, was ich gestern gemacht habe, hat mich beruhigt. Ja? Weil es eine Scheißaktion von dir gewesen ist, Digga. So. Ja? Also von wegen mit hier geht dich nichts an und bla bla bla. Komm mir nicht mit sowas. Ja, könntest du machen. Wenn du dir einen Anwalt leisten kannst, mach das. Ich kann mir 7 Anwälte leisten. Auf einmal. Verstehst du? Wenn du das machen kannst. Ich sag dir, du gehst zum Anwalt wegen dieser Geschichte. Weißt du, was der Anwalt zu dir sagt? Streitwert 150 Euro. Ja? Streitwert 150 Euro, wenn überhaupt. Nee, Moment mal. Der Streitwert liegt bei 25 Euro, genau. Der Streitwert liegt bei 25 Euro. Und weißt du, was der Anwalt zu dir dann sagt? Ist es dein Ernst? Willst du wirklich wegen 25 Euro? Das lohnt sich gar nicht, vergiss es. Da wird sogar der Anwalt von selber sagen, dass er dich nicht vertreten wird. Ja? Der wird dich wegen 25 Euro nicht vertreten. Kannst du mich anzeigen? Na klar, tust du meine privaten Daten veröffentlichen. Nein, deine privaten Daten nicht. Deine E-Mail-Adresse tue ich nicht veröffentlichen. Ein YouTube-Namen, den veröffentlichst du doch auch gerade. Absolut nicht informiert über das Rechtssystem. Alle gute Nacht euch, Juten. Bye, bye. Ben, mach's gut. Schönen Abend noch. Ja? Schlaf gut. Na klar, ja. Ja. Was für private Daten? Er hat Namen geredet? Er hat vom Namen geredet. Ja, genau. Mach das und ich lasse deinen YouTube-Account sperren. Kannst du nicht? Kannst du nicht? Kannst du nicht? Nein, von meiner E-Mail hat er geredet. Ich habe gesagt, ich könnte, ja, aber ich rede ja hier von deinem Namen, ja. So, ich könnte, ja. Und da kannst du mich gerne, wenn ich es machen wollen würde, aber ich habe ja hier gesagt, wenn ich dir böse will, wenn ich dir böse möchte, was nicht meine Absicht ist, ja, dann könnte ich jetzt deinen Namen, deinen neuen YouTube-Namen hier, ja, den du umgeändert hast, von Fanboy auf, was ist es? FitzQ oder was weiß ich da, was du da geschrieben hast, ja, dann könnte ich diesen Namen jetzt einen neuen Stream machen und sagen, hier, das ist normalerweise Fanboy, der hat mir 25 Euro rippen wollen, beziehungsweise ihr Scheiße machen wollen im Stream, ja, im Gewinnspiel, bla bla bla, und könnt ihr doch wieder eine reindrücken, eine neue Beerdigung, aber ich sag mal so, wer einmal begraben ist, den begräbt man kein zweites Mal, wenn er es nicht unbedingt verdient hat, ja, verstehst du, aber ich versuche dir einfach nur mitzuteilen, wenn ich dir böse will, dann könnte ich das machen. Ja, und ich versuche das hier mit dir zu klären. Ich rede ganz normal mit dir und sage zu dir, Digga, wo kommst du her? Ja, und sage, ja, geht dich nichts an. Ja, im Prinzip hast du ja recht, im Prinzip geht es mich ja nichts an. Ja, aber du warst an dem Spiel beteiligt und dich hat auch der Gewinn was angegangen. Ne? Verstehst du, was ich meine? Ich habe deine E-Mail nicht gesehen. Ja, du könntest, mach das. Und dein YouTube bekommt direkt 3 Strikes und genug YouTuber, die wegen sowas gesperrt wurden. Mein Name ist mir egal, aber meine E-Mail nicht. Er droht mir aber mein E-Mail. Nein, tue ich nicht. Wo drohe ich dir denn? Was stimmt denn da gerade bei dir nicht? Wo drohe ich dir, wenn du, ja, warte, gestern habe ich eine Ansage gemacht. Richtig, richtig, genau. Bist du cool zu mir? Bin ich cool zu dir? Ja? Pinkelst du mir erneut ans Bein, dann werde ich alles veröffentlichen, was ich von dir in die Finger kriege. Das ist aber keine Drohung, ja, das ist eine Tatsache. Aber wenn du dir sicher bist, ja, dass du cool sein wirst, mir gegenüber, dann brauchst du überhaupt keine Sorgen machen. Ja. Für mich ist die Sache hier geritzt, verstehst du? Wenn du dich hier nicht weiter äußern willst, dann ist die Sache für mich hier gegessen, schon seit gestern Abend. Ja. Ich habe heute schon gar nicht mehr daran gedacht, letztendlich, verstehst du? Bis da einer gekommen ist, der gesagt hat, hier, du hast meinen Kumpel hier, bla bla, dies, das, ne? So, also, für mich ist die Sache geritzt.
gibst du mir eine Erklärung, nicht per E-Mail, gibst du mir hier live im Chat, dass es die anderen mitsehen können, ja, eine Erklärung, warum du das gemacht hast und entschuldigst dich hier öffentlich, ja, dann lösche ich das Video. Ja, dann tue ich den Stream von gestern löschen. Du hast mein Wort. Verstehst du, was ich meine? Weil ich, wie gesagt, ich will dir entgegenkommen. Ja? Tust du das nicht, dann bleibt das. Machst du weiter, dann werde ich alles von dir veröffentlichen. Ja? Alles, was ich in die Finger kriege, von dir werde ich veröffentlichen. Ja? Das ist aber keine Androhung, weil es ist von dir abhängig. Bleibst du cool, bleib auf deiner Couch oder auf dein Game-Seat oder auf deinem Bett, mir scheißegal. Nimm dir eine Tüte Chips in die Hand, bleib entspannt, zieh dir noch ein Duplo rein oder so, mir scheißegal. Ja? Dann ist alles cool. Dann ist alles cool. Ich bin nicht der Typ, der hier so voll, boah, war hier, ne? Verstehst du? Für mich ist die Sache von gestern komplett fertig, Digga. Der Typ hat einfach sein Gehirn in Isopropanol gelegt, um schlafen zu gehen. Bringt nichts mehr. Boah, Isopropanol ist brutal, das Zeug. Das habe ich immer benutzt, um meine Konsolen sauber zu machen. Die Platine. Viel Spaß noch. Ich hoffe, dein Kanal geht unter. Es tut mir leid, leb wohl. Hahaha, Junge, du bist so broke, geh schlafen, morgen Schule. Also du hoffst, du baust die Scheiße, du willst 25 Euro rippen und sagst dann, du hoffst, dass mein Kanal bald runtergeht. Digga, Leute, ich feiere ihn irgendwo. Ey, das ist doch Fanboy. Wie, das ist doch Fanboy, hast du es nicht gemerkt? Ey, jetzt kommt Lukas, ey, das ist doch Fanboy und dann nicht. Achso, ey, das ist doch nicht Fanboy. Doch? Aber jetzt ist, aber Leute, guck, und das ist das, wo ich mir denke, das ist echt krass. Jetzt ist Fanboy weg, jetzt schreibt Alpha-Tier wieder. Leute. Das ist nicht Fanboy. Also dieser FitzQ ist nicht Fanboy oder was? Lukas. Nein. Also jetzt verstehe ich dich aber auch nicht mehr, Digga. Jetzt verstehe ich dich auch nicht. Du kommst vorhin hier rein in meinem Stream und willst mich hier dumm anmachen? Von wegen, ich habe deinen Kumpel da angemacht, der Typ schreibt die ganze Zeit, du kriegst das mit, jetzt sagst du, der Pisser, nicht der Pisser, Entschuldigung, jetzt sagst du, der ist nicht Fanboy. Jetzt verteidigst du ihn doch nicht mehr. Hä? Bin die ganze Zeit da. Ja, weil du eben gesagt hast, du gehst. Ja? Also, ich weiß nicht, was ihr da treibt, Leute. Zu dritt, ja? Oder zu viert. Was ist los? Ja, genau. Hier, Florian Schneider, klär uns mal auf. Du kennst ja deinen Bruder. So, der Pisser, geil, nee, der Typ ist fake, geh raus. Jetzt hat er seine Freundin schnell geweckt, schreibt man schnell wegen 25 Euro. Florian Schneider, bist du noch da? Wenn ja, dann klär du uns mal auf. Ich verstehe jetzt nicht, dass dein Bruder vorhin, oder Lukas, warum du vorhin Fanboy mein Kumpel und so, und werden dich auseinandernehmen und so, und bla bla, und... Der Typ schreibt die ganze Zeit hier, sagt noch, der hat seinen Namen geändert, du schreibst mit. Und jetzt sagst du, das ist gar nicht Fanboy. Der Fanboy hat seinen Namen geändert, hat er zumindest gesagt. Der angebliche Fanboy ist in deiner Party. Hast du jetzt gelöscht? Also du weißt gerade selber nicht, wer ist, oder wie soll ich das verstehen? Also du schreibst gerade hier, der angebliche Fanboy sei in deiner Party. Und tust die Nachricht sofort wieder löschen. Tust du die jetzt neu schreiben. Lukas, du kannst uns aber gerne mal aufklären. Kenn nur Fanboy von Flair, als er von der Polizei angehalten worden ist.
So, ja, genau. Leute, ich gehe mal eine rauchen. So, den setze ich mal hier. Also, ich gehe jetzt mal eine rauchen. Bis dahin, ich lache mich scheckig. Ja, ich finde es ja auch irgendwo lustig, ja. Aber scheckig ist nicht gut. Da musst du mehr Farbe drauf tun. Also, ich gehe jetzt mal eine rauchen, ja. Lukas, du kannst ja gerne, ohne Scheiß, sammel dich mal ein bisschen und dann haust du einfach mal raus, ne? Schreib mal, was da jetzt Sache ist. Dann soll der originale Fanboy reinkommen, aber der Typ schreibt ja, dass er seinen Account-Name geändert hat, weil ich seine Ehre genommen habe. Ja, und was ist mit Florian? Florian noch da oder Florian nicht da? Lars, was sagst du dazu? Bist du noch da? Was ist denn deine Meinung? Du bist ja meine rechte Hand. Ist das alles Fake-Accounts oder meinst du, das sind doch unterschiedliche Leute? Nimm deinen ganzen Mut zusammen und erkläre die Aktion. Ja, das ist ja das, was ich versuche die ganze Zeit. Ja? Und wie gesagt, ich sag's nochmal, ich glaube zum vierten oder zum fünften Mal, wenn wir das heute hier klären, wenn wirklich das alles hier aufgedeckt wird, mein Versprechen gebe ich, mein Versprechen, dass ich den Stream von gestern Abend lösche. Ja? Ihr habt mein Wort ist Ehrenwort, verstehst du? Ich bin kein Ehrenloser, ja? Ich verstehst du? Schneide dir doch keine die Finger ab. Natürlich schneidet ihm keiner die Finger ab, ja? Es ist eine scheiß Aktion gewesen, was da gemacht worden ist, ja? Und ich sage nochmal, ich gebe mein Ehrenwort, ja? Weil ich nicht ehrenlos bin, ja? Eine richtige... Am besten geht jeder seinen Weg. Nein, warum denn? Steh doch ohne Scheiß. Fehler sind da, um sie zu machen, Digga. Ja, du hast einen Fehler gemacht. Steh dazu, ja? Es will dir keiner was Böses, ja? Dass ich gestern den Stream gemacht habe, scheiß auf den Stream. Wenn du heute hier, ne, verstehst du? Ganz klar und sagst hier, pass auf, so und so, ich wollte das, weil das oder ich habe das gemacht, weil das und ich habe gehofft, dass ich dann so, schreib es, entschuldige dich und ich sag dir, das Video mache ich raus, den Stream, den lösche ich, ist für mich kein Problem, das ist einmal mit der Maus draufklicken, einmal bestätigen, tschüss und dann ist das Video von gestern draußen, ja, aber du kommst hier an, ich frag, wo kommst du her, du sagst, ja, geht dich nichts an, ja, so, ist keine coole, ist keine coole Sache von dir, verstehst du? So, und ich sag dir ganz ehrlich, warum ich wollte zu wissen, wo du herkommst, weil Alpha Tier sagt, er kommt aus München. Wenn du mir jetzt auch sagst, du kommst aus München, dann gut. Würdest du jetzt aber sagen, du kommst dann aus Stuttgart? Oder sagen wir mal aus Hamburg? Ich meine München, Hamburg da, Hamburg oben, München unten. Verstehst du? So, und beim nächsten Gewinn, Verlosung, und du mir deine Adresse gibst, um den Gewinn zu dir nach Hause schicken und Alpha Team mir seine Adresse gibt, um seinen Gewinn nach Hause zu schicken, ja? Dann sind es zwei verschiedene Adressen. Der eine wohnt Hamburg, der andere wohnt München. Verstehst du, was ich meine? Deswegen wollte ich wissen, wo du herkommst. Verstehst du, was ich meine? So, aber solange ich das nicht habe, solange ich keinen Beweis habe, dass ihr zwei nicht die gleiche Person seid, ja? Ist halt ein bisschen kacke, verstehst du? Alpha ist hier unschuldig. Ich habe mir mit dem Preis verweckt, mit dem Preis... Du hast dich mit dem Preis verwechselt. Leute, ich gehe eine rauchen. Fanboy, ich gebe dir noch eine Chance. Ich gehe eine rauchen.
Leute, ich bin wieder da. So, also jetzt muss ich erstmal hier gucken, was hier abgeht. Moment, jedoch, ich verwechsle mich immer auf der Arbeit mit meinem Chef. Ich bin dein Chef. Ach nee, war mal Chef, sorry. Ich heiße Jeff. Ich Ogni und andersrum. Lustiger Abend. Ja, ich find's. Ja, ich muss auf jeden Fall die Beschreibung ändern. Den Titel, den werde ich umändern, definitiv. Ja. So, was machen wir denn jetzt? Für mich ist das noch nicht geklärt. Für mich, ich bleibe immer noch der Meinung, dass das so ist, wie ich gezeigt habe. Heute ist hier was los. Ja, definitiv Black Diamond. So, ich gehe dann mal Giefen shoppen. Alles klar, Baby Daddy. Mach's gut. Schön, dass du dabei warst. Lars, bist du noch da? Oder bist du schon weg? Ja, aber es tut mir leid, dass ich brauch Beweise, dass diese zwei nicht zusammengehören. Ja? Das habe ich vielleicht heute nicht so mitinterpretiert, oder doch? Bin ich mir jetzt sicher, muss ich mir selber angucken dann den Stream. Aber wenn ich habe ja gesagt, wenn es geklärt wird und er mir sagt, warum, weshalb und sich entschuldigt, und dann bin ich bereit, das zu löschen. Aber jetzt einfach, und der andere, und der Lukas sagt, der Fields Q wäre nicht Fanboy. Der eigentliche Fanboy ist bei ihm in der Party. Ich nehme an, die sind am Zocken mit der PlayStation oder so, oder keine Ahnung. Ja. Also wird es ja letztendlich noch mehr durcheinander gemacht, als es ja schon ist. Leute, ey, 19 Likes, mega. Mal anderes Thema. Gerne. Welches, Mario? Hau mal was raus. Ich würde sagen, lassen wir es darauf beruhen. Nächstes Mal machst du das anders. Ja, werde ich ja auch anders. Ich werde es ja auch anders machen. Habe ich schon gesagt, wie ich es machen werde. Und wer mitspielen will, ja, kann mitspielen. Ja, ihr kennt mich, ihr weißt, ich bin ehrlich, absolut ehrlich. Ja. Und ja, der Klügere gibt nach. Ja, wie gesagt, für mich war die Sache seit gestern dann geritzt. Ja, habe jetzt total vergessen, dass ich noch ein Getriebe reparieren muss. Geil. Getriebe. Was für eins? Welches? Von wem? Von welchem Auto?
Ey, Leute, wisst ihr, wer mir heute fehlt in der Runde? Ist euch aufgefallen, wer nicht dabei ist? Genau. Und zwar der Dennis. Der Dennis ist gar nicht da. Was ist mit dem passiert? Wo ist der? Leute, ich mache nochmal Werbung in eigener Sache. Wer mir eine Cola ausgeben will oder eine Fanta oder so, in meiner Videobeschreibung, da ist der Link zu meiner Donation von TibiStream. Die leitet euch direkt zu PayPal weiter. Ein Eichsam Comics, okay? Ja, und wer Bock drauf hat und mich da ein bisschen unterstützen möchte, der darf das gerne tun. Ich brauche jetzt vielleicht ganz, ganz, ganz viel Geld für einen Anwalt. Versteht ihr? Ja, und wenn ihr mich da unterstützen wollt, haut was drauf. Wird alles für einen Anwalt benutzt dann. Gute Nacht an alle. Ihr wisst schon, weg um 4 Uhr und so. Haut rein. Lenny, ich wünsche dir was. Schönen Abend noch. Schön, dass du dabei warst. Ja, und wer mir was rüberschieben will, kann das tun. Es ploppt dann sogar hier im Stream, solange ich noch online bin. Solange ich live bin, ploppt es dann auch im Stream auf, wenn mir was gegeben hat und wie viel. Ich bin dein Anwalt. Du bist mein Hausmeister, Digga. Ingo, du bist der Hausmeister, der hier aufpasst. Übrigens, ich habe deine Nachrichten ja gekriegt auf meinem Handy. Vorhin. Kenne einen guten Anwalt. Mr. Bean ist ja in Wirklichkeit Anwalt. Und er soll richtig gut sein. Ja, Mann, das stimmt. Der hat Anwalt, der hat Jura studiert damals gar. Ne? Der hat ja, der hat es ja, der ist ja tatsächlich Anwalt. Ja genau, kannst du mal gerne machen. Mario. Leute, Leute, Leute. 2 Stunden Stream. Eigentlich wollte ich Chat-Roulette anrufen. War ja eigentlich soweit okay, aber dann... Also das mit dem Chat-Roulette mache ich weg und dann... Hergehen und das bearbeiten und einen neuen Titel da reinmachen, weil es ja richtig geil. Big Daddy, ich glaube, du sollst da langsam abschließen. Ja, ja, sowieso. Für mich ist die Sache geritzt, habe ich ja schon gesagt. Ja, wenn die sich hier nicht ganz klar ausdrücken können und etc. und nachweisen können, dass es nicht die eine und selbe Person ist, weil einfach schreiben, ey, ich bin nicht der, das tut mir leid. Ja, das könnte jeder einfach so schreiben. Ja. Und ich habe auch niemand, gut, der Stream war öffentlich, ja, aber ich habe keine E-Mail-Adresse preisgegeben, ja, ich habe keinen Nachnamen etc., also von daher ist alles in Butter, ja. Komm, ruf nochmal an. Ja. Ja, kann ich dann später machen, melde ich mich bei dir irgendwo. So, Leute, dann würde ich mal sagen, war's das für heute? Ich hoffe, das war heute sehr unterhaltsam für euch. Für mich auf jeden Fall auch. Genau, ruf nochmal an. Vielleicht findest du einen guten Anwalt. Ja. Und euch allen vielen lieben Dank. Auch an Fanboy, dass er doch in meinen Stream reingekommen ist. Auch wenn Lukas sagt, das wäre nicht Fanboy, das wäre ein Fake. Aber sollte es tatsächlich Fanboy gewesen sein, der seinen Namen jetzt geändert hat, dann so, du Sack, lach, ich gehe jetzt aus der Werkstatt, sonst muss ich hier noch übernachten. Ja, Mario, schönen Abend noch. Und wie gesagt, vielen lieben Dank dass, an alle, die zugeschaut haben, inbegriffen natürlich auch Fanboy, ne, und Alphatier und Lukas und Florian Schneider, ja, die 4. Und euch allen natürlich auch, der harte Kern, der ja immer dabei ist. War sehr schön gewesen. Und wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst ja, was ihr zu tun habt. Liken, ihr dürft auch gerne kommentieren. Ja, und wir sehen uns dann die Tage, vielleicht morgen wieder im Livestream. Das kann schon sein. Ja, hab ja ziemlich viel Spaß an dem Stream, am Livestream. Und ja,
dann würde ich mal sagen, habt einen schönen Abend. Ich wünsche euch was. Ihr bekommt jetzt natürlich noch ein Outro von mir. Ne? Also, wir sehen uns. Macht's gut. It's my life.